Hallo, was man Sachen, weitere Codeknacker. Wir hatten ja gestern im Stream That's Not My Neighbor gespielt und wir sind auf ein kleines Rätsel gestoßen. Wir haben viele. Oh, und ein Unbekannter. Don't trust them. Itten, in, w, evo. Ja, was zur Hölle? Ah, okay. Okay. Na, da werde ich demnächst mal gucken, was da entschlüsselt steht. Das werde ich jetzt nicht hier live machen. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als mir die Nacht um die Ohren zu hauen, um das Rätsel zu lösen, weil ich es ja lösen wollte. I don't need sleep. I need answers. Ich hätte es ja auch googeln können, das wäre einfacher gewesen, aber später Nacht bin ich nicht drauf gekommen, dass ich auch googeln könnte, ob jemand anderes die Lösung hat. Das wäre einfach geworden. Nee, ich habe mich dran gesetzt und habe geguckt, wie man das lösen könnte. Und ja, ich wollte euch meine Ergebnisse mit kundtun und vielleicht einfach mal den Weg dahin zeigen, wie ich dazu gekommen bin. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Code-Knacker auch ganz interessant. Gerade so ein Code, den hat man ja nicht so unbedingt an für sich. Wenn man weiß, wie es geht, das ist es relativ simpel, aber man muss erst mal hinkommen, um zu verstehen, wie funktioniert der Code. Und sowas finde ich mal ganz spannend. Daher fangen wir mal damit an. Wir haben folgende Webseite gefunden, abc.de, also einmal nur das Alphabet da oben und ja, ich packe den Link auch nochmal unten in die Beschreibung, wenn ihr euch das angucken möchtet. Und man hat hier ganz viel, ja, ganz viel Text, den man nicht versteht. Wir sind uns schon mal klar, das ist ein Code. Und das hier ist so das Lösungssheet. Das haben wir auch ganz gut erkannt, weil das ist halt sehr prominent hier. Und lustigerweise heißt das Ding auch Code. Also ist es doch schon mal das hier, ist schon mal der Schlüssel, wie man den Käse hier lösen kann. Fangen wir auch damit an. Ich habe das alles in mein Clipstudio geladen. An für sich ist das eine ganz, ganz simple Sache. So eine kleine, ja, so ein kleines Gedankenspiel. Haben auch überlegt, was könnte das alles heißen? Wie könnte das funktionieren? An für sich ist es, wie gesagt, ganz einfach. Ich nehme mal einen anderen Stift, nehme mal einen blauen. Man hat hier einfach Matheaufgaben, wenn man so möchte. Zwar ein Strich, das ist die 1. Das hier steht für das Plus. Und hier haben wir zwei Striche, das ist die 2. Und das Zeichen ist halt einfach ein ist gleich. Und dann haben wir hier drei Striche, die 3. So simpel kann es sein. Das hat ja auch relativ schnell gelöst. Hat erst geguckt, ja, wie viele Ecken sind hier vorhanden. Würde auch gehen. So halbwegs. Hier sind zwei, hier sind drei. Aber so wirklich ein Strich, drei Striche. Also das ist 1 plus 3, 4 Striche ist gleich 4. Hier das gleiche. 1 plus 4 sind gleich. Hier wird es dann komisch. Die 0 tanzt erstmal aus der Reihe. Aber eigentlich ist 1 plus 4 ja 5. Also wissen wir, 1 plus 4 ist gleich 5. Aber das machen wir mal so ein bisschen in Klammern, weil die 0 passt an für sich da nicht rein, weil die ist ja, hat ja eigentlich nur einen Strich oder hat eigentlich gar keinen Strich, weil es ein Kreis ist. Der Rest geht aber auch so auf. Hier haben wir zwei Striche, also 2 plus 1 ist gleich 3. Und hier haben wir es einfach umgedreht. Jetzt wird es kompliziert, weil wir haben hier 4 ist gleich 3. Los, dann haben wir die Aufgabe umgestellt. Auch hier haben wir die 3 plus die 2 ist gleich die 5. Ich hatte die 0 erstmal als 5. So, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Hinweis, auf was das sich jetzt alles beziehen könnte. Aber wir sind jetzt größtenteils noch nicht wirklich weiter. Wir haben jetzt halt die 1 ist das I, die 2 ist das T, die 3 ist das N. Ich habe ein X gemacht, nee, ein Z gemacht. Die 4 ist das W und die 5 ist das O. Sag, die 5 klammern mir mal ein bisschen ein, die passt da nicht so ganz rein, weil Kreis hat eigentlich keine Linien. Wir können also auch mehr merken, wir machen die 0 dahin. Das ist schon ein bisschen Foreshadowing, weil ich da schon ein bisschen was gegrübelt hatte. Deswegen weiß ich, die 5 ist eigentlich die 0, weil die 5 so nicht vorkommt.
weil das ist einfach quasi invalide ist. Die Rechnung geht nicht auf, weil ein O hat jetzt keine 5. Müsste dann 3, 4, 5. So wären halt vielleicht 5. Das ist dann halt einfach invalide, daher 0. Die 5 ist gleich die 0, dann funktioniert der ganze Käse auch. Dann blende ich das hier mal aus. Machen wir das hier mal weg. Ups. Andersrum. So will ich das haben. Und pack das mal hier an die Seite. Das ist jetzt das, was wir schon mal hier herausgefunden haben an unserem Lösungscode. So, und dann haben wir jetzt hier noch den ganzen Code. Wie ihr seht, ich habe den Teil schon mal in Drittel eingeteilt, also alle drei Buchstaben ein Leerzeichen. Das ist gleich wichtig. Aber im Prinzip machen wir hier das Gleiche. Wir schreiben diese ganzen Buchstaben erstmal in Zahlen um. Haben wir halt die 0 fürs O, 0 fürs O, dann haben wir die N, die 3, 0, 3, 0, dot, 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 etc., etc., pp. Ich mache mal meine ursprüngliche Notiz an, da habe ich schon hingeschrieben, ich bin zu voll, als nochmal zu schreiben. Wir haben hier schon mal eine Zahlenkette und hier seht ihr schon, hier habe ich mir einen kleinen Vermerk gemacht. 5 zu 10 wird gleich wichtig. Keine Sorge, ich bin nicht verrückt geworden, also noch nicht komplett. Wir haben jetzt hier erstmal ganz viele Zahlenreihenfolgen. Normalerweise wäre das ja einfach so eine fortlaufende Zahl. Damit können wir noch recht wenig anfangen, weil wir brauchen ja 26 Buchstaben. Wir haben aber nur die Zahlen 0 bis 4, also 5 Ziffern. Aber wir haben ja irgendwie mehr Buchstaben, die wir brauchen. So, wie teilen wir das jetzt am besten ein? Ich war da auch ziemlich planlos. Hab mir dann gedacht, okay, ich probiere einfach mal ein bisschen aus. Was würde mir Sinn machen? Bin dann halt erst hingegangen und habe mir tatsächlich erstmal geguckt, wie viele Buchstaben habe ich denn eigentlich zur Verfügung? Und habe dann gemerkt, okay, wir haben immer eine gewisse Anzahl. Und jede Zahl ist halt unter anderem durch drei teilbar. Das macht auch relativ viel Sinn. Ich habe dann auch hier erstmal alles in drei Teile gemacht, weil das erstmal das Sinnvollste ist. Für mich war, dass es halt wirklich eine Dreierzahl war und keine Sechserzahl oder so. Dann hatte ich ja hier meine ganzen Einteilungen und es wurde schon mal ein bisschen schlüssiger. Wir hatten jetzt immer hier die Zahlen 001, 002, 003, 004. Die 005 gab es schon gar nicht mehr. Weil wir wissen ja, die 5 ist die 0, es müsste dann 000, aber die gab es nicht. Dann ging es weiter, nicht 6, 7, 8, 9, die gab es alle nicht. Dann ging es halt weiter 010, 011 und so weiter, bis halt komplett voll. Und ich sage, okay, wir haben ja schon mal eine Struktur da drin. Jetzt wollen wir das alles ein bisschen besser sortieren. Hier kommt das 5 zu 1 zum Anspruch. Man könnte jetzt auch sagen, okay, 001 ist A, ist B, ist C, ist D und dann ist das E und das ist I und das ist quasi auch schon die Lösung. Aber das ist ja ziemlich unübersichtlich und ich dachte mir, das muss doch irgendwie auch cleverer gehen und habe dann einfach einen, ja, mir einen kleinen Helfer geholt und habe mir hier so einen Konverter aus der Mathematik geholt. So einen kleinen Base-Converter. Ich habe den jetzt in Englisch, weil ich die deutsche Seite nicht gefunden habe. Im Deutsch gab es den nicht so schön wie den hier. Und da habe ich genau das gemacht. Hier kommt auch zu tragen von der Basis 5, weil wir haben 0, 1, 2, 3, 4 sind 0, 1, 2, 3, 4 sind 5 Zahlen. Aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Und dann habe ich dann einfach ausprobiert und mal gedacht, okay, wenn ich jetzt hier Oktal nehme, mache dann hier meine 0, 3, 0 hin. Dann konvertiere ich das in die 17. Wäre noch möglich, die 17 ist innerhalb von den 26 Buchstaben. Und habe das quasi ausprobiert mit verschiedenen. Dann haben wir hier die 003. Ups, ey. 003 und habe so einfach ein bisschen ausprobiert, welche Kombination ich nehmen kann, dass ich halt wirklich immer in meinem Bereich von 26 Buchstaben war. War ein bisschen hin und her probieren, bin ich darauf gekommen, okay, ich brauche von der Basis 5 zur Basis 10. Dann kriege ich halt Zahlen von 1 bis 26 raus, wenn ich hier meinen ganzen Kauderwelsch da eingebe. Ja, und so kann ich das Rätsel dann halt auch ein bisschen einfacher lösen. Dann muss ich hier meine Liste nicht machen. Dann kann ich mir das alles quasi in 1 bis 26 rausrechnen lassen. Dann ist 1 gleich A, 2 ist B, 3 ist C und so weiter und so weiter. Ich habe da auch so ein, ja, hier unten so ein lustiges Blättchen. Dann kann man sich das auch nochmal angucken. Nein, nicht du. Ich will das hier haben. Mach dann mal weg. Dann haben wir hier die 1 bis 26 und haben unser Alphabet und müssen dann jetzt hier nur noch eintragen, wo was steht. Und das habe ich auch schon
fertig gemacht, weil, wie gesagt, da ist es dann halt auch noch simpel, da muss man einfach nur Zahlen in Buchstaben zuordnen. So, und jetzt kommt einfach das Nervigste. Wir müssen einfach unsere Dreier-Buchstaben-Kombinationen einen für uns lesbaren Sinn geben. Und jetzt heißt es einfach nur schreiben und abschreiben. Und dann haben wir hier einen kompletten Text. Ich habe das natürlich schon gemacht, weil ich mich gestern halt einfach geweigert habe, schlafen zu gehen, bevor ich das gelöst hatte. Und damit wir das alles ein bisschen schöner lesen können, weil ich halt auch nicht die schönste Schrift der Welt habe und das halt mit dem Spacing ein bisschen unordentlich ist, bin ich einfach hingegangen und habe mir das Ganze mal in ein Dokument abgetippt. So. Habe hier auch mal ein bisschen Sinn reingemacht, weil das ist ja alles ziemlich unübersichtlich, weil ich ja noch nie wirklich wusste, wo soll ich das einteilen, dass das Sinn ergibt und ich dann zu faul war, das hier drin zu formatieren. Habe ich dann ein bisschen später formatiert, hier in meinem Editor. Ich habe dann festgestellt, ich habe auch noch kein Libre oder sowas runtergeladen, also habe ich das jetzt einfach hier in dem Editor gemacht. Und wie gesagt, das ist jetzt alles in Englisch. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ich lasse es mal kurz hier stehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das lesen. Ich habe es aber auch dann schon mal für alle auf Deutsch übersetzt, weil ist halt leichter, wenn wir verstehen, was da gesagt wird. Und hier ist meine deutsche Übersetzung. Oder einfach für mehr. Ich habe das in DeepL eingesetzt und guckt, ob das Sinn macht. DeepL ist eigentlich immer eine gute Seite, die macht das eigentlich immer ganz gut. Und so haben wir dann folgende Übersetzung: Vertrauliches Material. Projekt Trojanisches Pferd. Finanziert durch das Militärdepartement der Regierung. Generaldirektor Oswald D. Kepler, leitender Forscher Dr. Elfen. Also der Elfen hat schon wieder was mit zu tun. Der baut auch nur Blödsinn, der Mann. Ja, der Gründung 1945. Prominente Ergebnisse aus eigenem Experimentenmodell. Verbale Kommunikation ist unabhängig von der Sprache perfekt reproduzierbar. Also sprechen können Sie, das haben wir auch mitgekriegt, das klappt ganz gut. Akzeptable Fälschungsmöglichkeiten. Ja, gab hier und da mal ein bisschen Fehler, haben wir auch gesehen. Entschlossenheit zur Täuschung. Ja, kann man auch bestätigen. Die haben sich Doppelgänger tatsächlich so verhalten. Psychische Assimilation muss noch verbessert werden. Wie gesagt, es kam immer mal Fehler. Wir hatten ja mal zu viele Augen, mal zu wenig Augen, mal eine Nase vergessen, mal die falsche Nase. Fähigkeit auf Befehl zu handeln, noch nicht vorhanden. Ja, hier hatte ich auch den kleinen, das Nil. Ich dachte erst, das müsste Null heißen, war dann verwirrt, aber Nil heißt auch einfach Null. Falls ihr das selber löst und drauf stoßt, Nil ist auch Null. Ich war auch verwirrt, ich wusste gar nicht, dieses Wort existiert, aber es ist ein englisches Wort und heißt einfach Null. Das ist auch das, was wir im Spiel bestätigen konnten. Jetzt wissen wir, okay. Also die Regierung steckt da mit drin, aber die Doppelgänger hören nicht auf die Regierung, die machen, was sie wollen. Und sind halt, wollen täuschen, funktioniert nicht immer so und die können ganz gut sprechen. Das ist ja alles das, was wir auch gesehen haben. Für uns war halt neu. Die Regierung hatte mit beteiligt und die Viecher hören gar nicht auf die Regierung. Schon mal doof. Also für die Regierung. Für uns auch, weil die wollen uns ja alle frühstücken. Und dann weiter geht's dann mit einem neuen Projektvorschlag. Projekt Evolutionäre Algorithmus. Massives Training von Versuchsmodellen. Leak entdeckt. Notfallprotokoll aktiviert. Okay, ist irgendwas geleakt worden? Wahrscheinlich das, was wir gerade lesen. Und dass der Notfallplan jetzt in Kraft tritt. Gründung der Abteilung zur Erkennung von Doppelgängern. Ah, okay. Aktueller Status des Projektes aktiv. Vielversprechende Projektergebnisse. Okay. Also wissen wir schon mal jetzt, die Regierung hat die Doppelgänger erschaffen. Die Doppelgänger funktionieren nicht. Es gab einen Leak. Es kann halt sich um dieses Textdokument halten oder es ist einfach einen Containment Breach und die Viecher sind abgehauen und die Regierung steht jetzt da scheiße doof gelaufen. Wie fangen wir die jetzt wieder ein? Okay, wir setzen halt Leute wie uns, die Nachtwächter, die da schauen müssen, wer ist denn da vorhanden und wer ist halt echt und wer nicht. So. Haben wir also minimal schon mal ein bisschen was über die Doppelgänger herausgefunden. Sie sind ein Experiment der Regierung. Der Afton hat da mitgespielt, der Oswald D. Kepler hat da mitgespielt. Und die Viecher sind jetzt momentan auf freier Flucht und sind auch schon 10 Jahre, weil das Gründungsjahr ist 1945 und ich bin der Meinung, ich kann mich auch irren, dass 1955 gerade das Jahr ist, in dem wir spielen. So lange laufen die Viecher schon rum und können sich immer mehr und mehr anpassen. Das ist jetzt doof, weil die werden eventuell vielleicht besser und besser. Ja, doch ganz interessante Sache. Vielleicht finden wir in den Spielen noch ein bisschen mehr. Ich fand die Spiele ganz nice. Ich werde auch heute Abend ein bisschen spielen. Und vielleicht finden wir das ein oder andere Rätsel, ja, das wir noch lösen können. Wir haben ja unseren komischen Bandaid-Man, der uns auch noch ein paar komische Fragen stellt. Und ja, mal schauen, ob wir den vielleicht auch mal schlagen können. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen oder Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid ein bisschen mitgekommen.
mit intrigued, was es mit den Doppelgängern auf sich hat. Ich bin da schon jetzt ein bisschen intrigued, was das alles so auf sich hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder vielleicht nachher im Livestream. Ich wünsche euch nicht dazu draußen noch einen schönen Tag.